So, gute Nachrichten, Freunde. Wir haben uns mit den Amerikanern versöhnt. Ja, Sie wissen ja, es gab diesen kleinen Ärger, ne, wegen Totalüberwachung und so, Merkel-Handy abgehört. Aber das ist jetzt alles wieder gut, wirklich. Barack Obama hat in einer sehr bewegenden Rede verkündet, dass das alles echt doof gelaufen ist und ab jetzt genauso weitergeht. Der rechtliche Schutz, den wir haben für US-Bürger, gilt nicht für ausländische Bürger. Natürlich nicht, denn Ausländer sind für Amerikaner noch weniger wert als Indianer, das müssen Sie wissen. Sämtliche NSA-Programme laufen stumpf weiter, es wird nichts beendet und unsere deutschen Politiker nehmen das so hin. Sicher, wenn man einmal seine Würde verloren hat, dann kommt es eh nicht mehr drauf an. Nicht mal Großvater Ströbele weiß hier noch Rat. Mein Handy, das tue ich im Kühlschrank in solchen Situationen, wo ich das nicht will. Natürlich ist das nicht gesichert. Ich habe auch ein gesichertes Handy, aber das trage ich in der Regel nicht bei mir. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja gut, aber dafür trägt er immer seinen Kühlschrank mit sich rum, meine Damen und Herren. Ja. So, das sind mal praktische Tipps. Man kann sich ja wehren. Ja. Angeblich erwägt unsere Bundesanwaltschaft Ermittlungen. Ich frage mich, was gibt es da zu ermitteln? Der Tatbestand ist klar. Aber vielleicht mal ein ganz anderer Vorschlag. Wir Europäer beenden einfach mal endgültig die Gespräche über das geplante Freihandelsabkommen mit den USA. Denn Freihandel, das klingt erstmal super. Aber in der Praxis heißt das, wir müssten amerikanische Lebensmittelstandards bei uns einführen. Es folgen ein paar ganz schlimme Sätze. Die Standards in Europa haben ein anderes Niveau. Und ich finde, diese Standards haben ein unbegründet hohes Niveau. Was für eine amerikanische Familie gutes Essen ist, sollte auch für Europäer gutes Essen sein. So, jetzt ist aber Alarm, Freunde. Amerikanisches Essen? Dann lieber Pferdelasagne, so sieht's doch aus. Ja klar, keine Frage. Müllfressen ist eine der letzten Kernkompetenzen, die den Amerikanern noch geblieben ist. Aber warum müssen wir das auch? Ja? Warum müssen wir das auch? Was ist das denn für ein Scheißabkommen, das im Geheimen verhandelt wird? Wollen wir wirklich sowas hier? In den USA kommen die Hühner nach dem Schlachten in ein Chlorbad. Das soll dann alle Keime töten. Lecker, ja. Ja, das schmeckt dann so, als ob man das Freibad ausleckt. Und zwar das Kinderbecken, meine Damen und Herren. Die Gespräche zum Freihandelsabkommen, ich habe es eben schon mal gesagt, laufen streng geheim. Das heißt übersetzt, unsere gewählten Volksvertreter aus dem Bundestag oder aus dem EU-Parlament, die sitzen da gar nicht mit am Tisch. Dafür, auch kein Witz, hunderte von Industrielobbyisten. Und jetzt hat die IHK Bayern in einer Stellungnahme kackdreist um Folgendes gebeten. Ich zitiere, die Verhandlungen dürfen nicht zu früh von wirtschaftsfremden Themen wie zum Beispiel vom Verbraucherschutz überlagert werden. Ja! Das ist der große Nachteil am Verbraucherschutz. Ne? Da werden am Ende oft die Verbraucher geschützt, meine Damen und Herren. Ne? Und die neugierigen Bürger, die erfahren noch früh genug, was da bei den Verhandlungen von, ich sag mal, erfahrenen Lobbyisten beschlossen wird. Meint jedenfalls der sympathische Vertreter der deutschen Wirtschaft in Washington. Manche Sachen sind wahrscheinlich besser hinter geschlossenen Türen getan. Das ist nicht demokratisch. Ja, demokratisch ist es nicht, aber was ist schon in diesem Leben demokratisch? Ja! Ja, so weiße Zähne kriegt man übrigens nur, wenn man regelmäßig Chlorhühnchen frisst, meine Damen und Herren. Schlägt aber leider aufs Gehirn, wie wir gerade gehört haben. Diese Woche hat die EU gesagt, sie will mal überlegen, wie man für mehr Transparenz bei den Verhandlungen sorgen könnte. Wow, noch mehr Transparenz. Wir schalten